Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Eye of the Beholder 3. Wir sind hier im Tempel des Latanda, wenn ich recht informiert bin. Und da kommen schon die ersten. Ungebetenen Gäste. Wir wollen mal ins nächste Level. Ah! Ui! Shambling Mounds, würde ich sagen. Das ist ja putzig. Ja, das müssen wir mal. Ja, das ist schon besser. Okay. Ja, wir haben es gleich, wir haben es gleich. Nur warte doch mal, Komposthaufen. Ich bin noch gleich soweit. So, gucke mal. Siehst du, ist da alles viel besser jetzt. So, dich können wir da mal mit reinnehmen. Wir stehen hier ja so ein bisschen doof. Also, ich. So. Rein taktisch. Okay. So, dann können wir jetzt auch dir mal was geben. So. Nehmen dich auch mit dazu. Dann kannst du nicht. Okay, wir haben gesagt plus 5, plus 3, plus 4, plus 3. Das klingt soweit ganz gut. Okay, ja, also Begrüßungsparty haben wir gesehen. Das waren Shambling Mounds, da bin ich mir ziemlich sicher. Und das passt auch zu dem wenig Schaden, den wir gemacht haben. Was ist das? Okay, ihr macht irgendwas anderes auch noch Geräusche. Okay, hier kommen wir von der anderen Seite. Ach, das ist die andere Treppe, die hier hochführt. Okay. Ja, okay, ich habe die Soundeffekte jetzt. Ja, ja, beim ersten Mal waren sie creepy. Jetzt sind sie lästig. Vor allem, wenn sie sich so überlagern, ist der furchtbar. Hallo? Was? Moment, Moment, Moment. Ah, Spinner, clever. Hast du das Gefühl, das kommt von da? Aber gucken wir hier noch mal rein. Hallo, wir sind neu hier. Ist ein leerer Raum mit einer Potion of Healing. Mhm. Gut. Wo ist denn? Da. Ja, Spiel. Musst du nachladen. Ist ein komplizierter Zauber, sehe ich ein. Okay. Aber Two Seen kannst du auch machen. Musst du da auch nachladen? Nein, das geht. Jetzt hast du. Gut. Hallo, Schlänge. Oh, 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 oh. Was seid ihr denn? Nun mach doch mal irgendwas. Was machst du denn so? Ja? Ich wäre dann soweit. Magic Missile. Okay. Oh, für 20 Punkte. Das war eine gute Magic Missile. Das Nagas? Das könnten Nagas sein, aber die sahen so unschlangen. Also der Kopf war so komisch. Gibt es untote Nagas? Nee, ne? Weil das sah so nach einem skelettierten Kopf aus. Ja, whatever. Wenn wir sehr lange warten und sehr höflich sind, dann kommen sie auch dazu, Schaden zu machen. Das ist, Hupala, das war die falsche Taste. What? What? Ich habe nur zwei Treppen im. Okay, das geht offensichtlich woanders hin. In einem Bereich, in dem wir noch nicht waren, in dem Level darunter? Könnte sein. Gut, gucken wir erstmal hier. Hier ist eine. Okay, Serious Wounds brauchen wir eigentlich nicht. Hallo! Shambly. Oder Compi. Ich finde das im Deutschen so schön, die, also Shambling Mounds klingt irgendwie viel weniger lustig als watschelnder Komposthaufen. Also da muss ich ja der Übersetzung mal
eine Lanze brechen. Also watschelnder Komposthaufen ist eine geradezu herrliche Bezeichnung für diese Viecher, die eigentlich ganz schön übel sind. Man macht kaum Schaden, sie können einen umschlingen und dann ersticken, was diese hier aber vermutlich nicht machen, weil dieses Spiel ja, was die besonderen Fähigkeiten von Monstern angeht, so ein bisschen komisch ist. Also bis auf Gift und Waffen zerstören und so gibt es ja eigentlich nicht viel. Und Zaubern. Sekunde mal kurz, da kommt ein Niesanfall. Okay, da bin ich wieder. Und ja, ich bin ein bisschen erkältet und außerdem ist es das erste Video, also das erste Let's Play Video mit dem neuen Mikrofon. Das heißt, auch das könnte ein bisschen, also diese beiden Umstände können ein bisschen dazu beitragen, dass es alles etwas anders klingt. Ich hoffe, es klingt nicht schlimm. Falls doch, müsst das mir sagen. wenn ich was dran ändern kann, werde ich was dran ändern. So, hier war doch aber hier war auch eine Treppe. Das missfällt mir. Wollen wir mal gucken, wo es da hingeht? Wollen wir mal gucken, wo es da hingeht. So. Okay, da kommen schon ein paar Schemblies. Kompis, Watschis, was? Aua! Ja. Hier können wir natürlich auch ganz leicht von hinten überrascht werden. Was die übrigens überhaupt nicht mögen, ist Magic Missile. Also was heißt überhaupt nicht mögen? Dann nehmen sie vollen Schaden. Bei allen anderen Sachen nehmen sie, also bei fast allen anderen Sachen, nehmen sie reduzierten Schaden, beziehungsweise ich glaube Lightning Bolt heilt sie, beziehungsweise vergrößert sie, glaube ich, in den Second Edition Regeln. Also kriegen sie Trefferwürfel dazu und wachsen quasi, wenn ich mich recht entsinne. Feuer passiert, glaube ich, nur halben Schaden und ich glaube, Kälte sind sie immun gegen. So, das gefällt mir nicht. Bodenplatten. Was haben wir denn hier? Mal gar nichts, ne? Okay. Eine Tür und direkt dahinter eine Bodenplatte. Das ist ja irgendwie. Das schreit ja danach. Ja, das war ja klar. Oh, da ist ein Knöpfelein. Okay. Oh, geht wieder auf. Oh, geht wieder zu. Geht wieder auf. Und geht wieder zu. Okay. Hier so, genauso. Okay. Schwierig. Upsa. Was machen wir da mal? Da legen wir mal einen Pfeil da drauf. Achso. Dann bleibt sie zu. Hm, okay, das war so nicht. Das Soundeffekte. Nee, machen wir mal die Wand hier auf. Okay. Ist ein Hebel. Wieso sind ich. Was macht der? Macht der Türen auf? Aha. Ah, da gehen. Upsi, gehen sie auf, wenn sie. Ja, gehen sie auf, wenn man drauf tritt und. Okay. So, da haben wir was draufgelegt, damit sie auch offen bleiben. Nur für den Fall, dass sie hinter uns wieder zugehen oder so eine Späße, ist ja alles denkbar. Hallo, meine Lieben. Was ist das hier eigentlich? Hm. Jo, immer drauf. Boing. Also den Schaden, den wir machen, der ist allerdings, das stimmt mal wieder nicht. Also ich weiß nicht, wie die das hier in diesen Spielen berechnen, aber ich meine, da machen wir allein mit dem Stärkebonus schon mehr und das passt nicht. Also, oh, dankeschön. Wie habe ich das Gefühl, das passt nicht. Das ist zu wenig. Also drei. Egal. Okay.
Das ist ja schön hier. Na gut, hier gab es einen Schlüssel. Sonst gibt es ja auf Sittel nichts. Okay. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Oh, würde sagen, das sieht mir nach einem entweder Teilbereich des letzten Levels oder einem Sub-Stockwerk von diesem Level aus, wo es offensichtlich nur einen Schlüssel gab. Aber wir wollen nicht musern, Schlüssel sind wichtig. Okay. Okay, da hatten wir Kompis, hier haben wir... Nee, hier haben wir auch Kompis. Das klang nach den Schlangendingern. Hey. Okay. Können wir ein bisschen heilen hier. Oh komm, 4 Punkte mit einem Serious Wounds, das ist doch nicht dein Ernst. Ja, gut. Okay. Da ist ein Knopf. Da ist auch ein Knopf. Das sind 2 Knöpfe. Müssen wir uns entscheiden? Oder... Ist hier auch ein Knopf? Hier ist kein Knopf. Na gut. Same procedure as every time. Blop. Okay, da liegt irgendwas, was verflucht ist. Eine verfluchte Plate Mail. Die befreien wir mal. So, legen sie hier hin. Okay. Okay. Jeder Knopf macht eine Wand auf. Hier finden wir eine Clock of Protection. Clock of Protection, den kein Mensch braucht. Selbst wenn er plus 4 ist, er ersetzt die Robe, was total doof ist. Deswegen ist das nutzlos. Wenn das eine richtige, wenn das ein richtiger Cloak wäre, könnte man den natürlich über seiner Robe oder Rüstung tragen. Aber, okay. Gab's offensichtlich nichts sonst. Nur die tolle Robe. Also fand ich den Schlüssel aufregender. Gut. Ich hab nur einmal gedrückt, Spiel. Okay, das hier ist neu, glaube ich. Okay. 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 Das, ich meine, wir sind ja in meinem Tempel, aber das erinnert mich so ein bisschen an Gefängnis. Ja, da ist er. Hier ist wer hinter, wa? Hallo! Ja, du bist, ihr seid ja nicht mal ein bisschen eine Herausforderung. Also, ja. Ja. Gut, ich meine, wir sind ein bisschen überhochlevelig, aber trotzdem, also so schlecht. Ich weiß allerdings auch nicht, ob Nagas in der, im Pen and Paper so super toll sind. Die können halt, ich glaube, Magier- und Priestersprüche zaubern, aber ansonsten habe die nie wirklich eingesetzt in meinen Kampagnen. Ja, das war wieder ein Raum mit wenig drin. Lass mich raten. Was soll das? Diese Mechanismus und It is morning's light that saves us from the shroud of night. It is morning's light that shelters, shields us from our fright. It fill our hearts with hope, refreshes souls with light and shows us all the darkness of the morning lord's plight.
Ja, genau. It's only used for right for the greater God's fight has, das ist ja furchtbar, das Versmus, has brought us face to face with the Dark One's foul bite. Ach, der Dark One, den kennen Sie hier schon, da hat man schon ein Gedicht drüber geschrieben, okay. Morning's light, oh morning's light, return to our fair morning, Lord. Set all to just and right. Tja, da ist mir der Poetry Bot aus Shadowrun fast lieber. Okay. Klingt so, als würden wir das für ein Rätsel brauchen. Bisher ergibt es wenig Sinn. Leer. Okay. Ich meine, vielleicht waren das die Sleeping Quarters, aber da hätte man hier doch mal so ein Bett hinstellen können oder so. Der Priesterschaft, als sie hier noch aktiv war. Gut, andere Seite. Das gleiche, oder? Hoppala. Ja. Ist hier wer? Nö. Können wir die Tür zumachen? Ja. So, dann kann uns keiner von hinten überraschen. Hallo, guten Tag. Wie geht es dir? Du bist tot. Du hast ein verfluchtes Schwert, das wir querwerfen. Ernsthaft? Bitte, 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 bitte. Was? Achso. Okay. Upsa. Uppala, ja, da muss man ausweichen. Also wenn sie Zeit haben und Platz, dann können sie tatsächlich eine Magic Missile. Ich meine, sie sind alles One-Hit-Skills. Deswegen ist das so ein bisschen, ich will es nicht sagen, fordernd. Aha, Kram. Das schreit doch nach Falle. Haben wir hier irgendwas? Nope. Aha, ja, da. Okay. Er ist kein guter Zeitpunkt jetzt. Mach das bitte nochmal. Pushen auf Speed. Sagt nein zu Drogen. Shield. Disintegrate will kein Mensch haben. Obwohl, können wir. Naja, der Zauber ist so. Ich meine, wir können ihn ja aus Vollständigkeitsgründen, aber den zu benutzen ist total bekloppt, weil sämtliche Ausrüstung des Gegners mit desintegriert. Das heißt, wenn der zum Beispiel, wenn wir den auf den Schlüssel, auf das Schlüsselmonster da gezaubert hätten, ich weiß nicht, aber die Shambling-Mounts sind wahrscheinlich immun gegen Disintegrate, aber egal. Aber selbst, also wenn das gehen würde, würde den Regeln entsprechend der Schlüssel verschwinden. Und das heißt, wir könnten dann wahrscheinlich das Spiel nicht mehr zu Ende spielen. Was will ich hier machen? Scribe. Hier, das mal. Kannst du den schon? Scribe, kannst du den auch schon? Nee, so, jetzt kannst du ihn. Bitte nie benutzen. Schild plus 4, das ist schön. Wir haben keinen, der ein Schild braucht. Aber wenn wir einen bräuchten, wer könnte denn noch mehr? Du, Schild plus 3. Du hast gar kein Schild, geben wir dir mal eins, damit du dich nicht so einsam fühlst. So. Okay, das Ding da gefällt mir nicht, da kommt irgendwas raus. Oh, haha. Was? Oh shit. Oh shit. Hi. Ich glaube, ich habe schon gespeichert, als ich hier drin war. Deswegen ist das so wie eigentlich egal jetzt. Aber da muss es ja wieder einen Weg rausgeben. Puh. Dankeschön. Kommen da mehrere? Kommt nur der eine. Okay.
Okay, so kommen wir hier also wieder raus. Mehr ist hier nicht, nur die Falle. Sieht so aus. Ja, und halt die Items. Plus 3, plus 4. War das nicht noch irgendwas? Plus 4. War doch noch irgendeine Schriftrolle hier. Ach, Where is Dead war es noch, glaube ich, ne? Okay. Gut. Ja, ich habe nur einmal gedrückt, Spiel. Sind wir hier auch fertig? Dann haben wir den nördlichen Bereich dieses Levels, so wie es aussieht, erkundet. Das ist mir ein Safe-Wert. Obwohl mir das relativ klein vorkommt. Müsste doch noch weiter. Mal sehr. Ja. Also ein bisschen schmal, habe ich bisher den Eindruck. Sagt mir so mein Gefühl. Hier waren wir schon. Hier war das doofe Ding. Hier sind wir hergekommen. Hier ist auch ein Spinner. Mehr Stuff. Stone to Flesh. Incense, hier, du hast eine Sammlung. Scribe. Stone to Flesh. Man weiß nicht, vielleicht treffen wir hier wo wir das brauchen. So. Interagieren, bitte sehr. The sweet exotic aroma of incense fills the air, landing in atmosphere tranquility. Okay, das macht irgendeinen Bonus, vermute ich. Ernsthaft? Eine Sling, eine nicht magische Sling. Wieso? Ja, vielleicht. Aber ich meine, wir können da in diesem Spiel gibt es da keinen Unterschied, ob man mit einer Sling einen Stein wirft oder schleudert quasi, oder ob man ihn von Hand wirft, weil sonst hätte ich gesagt, vielleicht muss man irgendwann einen Stein sehr weit werfen. Ja, aua, ja. Die. Oh. Golden Boy. Ich weiß nicht, ob das YouTube zensiert. Ich mache nur lieber einen Cursor drüber. Und Dani auch, ne? Obwohl, ne, da ist wichtig. Ja, dann klicken wir mal. Aber klicken wir jetzt mal, klicken wir mal aufs Gesicht. What? Schön, das. Geheilt hast du uns nicht. Vielleicht hast du uns verflucht, weil wir dich befummelt haben. Aber keine Ahnung. Wahrscheinlich ja nicht. Whatever. Na gut, wenn ihr ein nackter Mann, da können wir aber hier mal einfach rasten. So, nur für Spaß, machst du das nochmal? Was auch immer das ist, das gibt uns jetzt keinen Rahmen um die Dings drum. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Also ich nehme mal an, das soll wieder mal La Thunder Boy sein, aber. Oder war das nur ein kleiner Heilzauber und ich habe nicht.
Egal, egal. Irgendwas hat das Ding gemacht und offensichtlich nichts Schlimmes, weil wir können immer noch laufen. So. Hier war Knöpfe. Ne, hier war ein Knopf. Okay. Danger, High Voltage. Okay, danke für den Hinweis. Ich habe so das Gefühl, da müssen wir durch. Wow. Okay. So nicht. Können wir vielleicht da etwas... Oh, da ist keine Pressure Plate. Vielleicht ist es eine geheime. Ja! Okay. Okay. Ein sehr schwerer Fall. Der ist genauso schwer wie die ganze Party. Passiert offensichtlich nur einmal, so wie es aussieht. Yep. Oh! Ist der gerade ums Eck geflogen? Okay, nur mal für Spaß. Okay. Ja, danke, Spiel. Das hatte ich mir auch gedacht inzwischen. Aber da ist irgendwas. Wo ist mein... Nix. Nix. Sicher. Hier bestimmt, da passiert da was. Nee. Okay. 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 Gut. Whatever. Ist hier noch mehr High Voltage? Vor allem haben wir keinen Sound mehr. Haben wir noch Sound? Ja, haben wir noch. Okay. Scheint ja relativ straightforward zu sein hier. Na gut, dann speichern wir mal. Ne, warten wir mal, bis das Ding zurückkommt. Dann speichern wir mal ab und gucken mal. Das ist mal an der einen Wand lang. Führt zu nix. Dann hier mal schön koordiniert vorgehen. Hallo, Kompi. Das passiert übrigens, wenn man zu viel recycelt. Alter, Spaß. Aber ist wirklich eine grandiose Idee. Also eigentlich ja positiven Ding wie einem Komposthaufen, also nützlichem Ding, ein Monster zu machen, ist wirklich, ist es großartig. Okay. Cure critical wounds. Ja, kriegen wir hier so Popelzauber. Wofür? Okay. Spiel. Okay.
Diese ganzen Ding sind waren drei Shambling Mounds oder zwei und eine Schriftrolle auf Cure Critical Wounds, ja? Das ist doch nicht euer Ernst, Entwickler. Also was soll das denn? Dann lasst das doch weg. Ist hier wenigstens was Interessantes? Okay, man ist konsequent erstmal nach Norden. Dieser Wand lang. Hallo! Oh, plus 4, das ist eine Verbesserung für dich. Du kannst das hier bleiben. Du hast ein plus 3 Frostbite und noch ein zusätzliches plus 3, falls damit dem nicht einsam wird. Frostkey, okay. Goldkey. Okay, so zwei Schlüssel. So, dann. Diese Wand entlang. Die du. Mehr Stoff. Also. Ein Fire Giant ist 22, Hill Giant ist 19, ne? Ja, du verlierst dann deine Rüstungsklasse, das muss nicht sein. Du hast schon Hill Giant Strength. Die wirkt sich ja theoretisch nicht auf die Dings aus. Auf die, auf bei Hammern, beim Werfen. Also auf Fernwaffen hat die ja normalerweise keine Auswirkung, es sei denn, man hat einen sehr speziell angefertigten Bogen. Ich weiß nicht, wie es beim Werfen von Hämmern ist. So, dann sind wir minus 5. Das ist ein bisschen wenig. Geben wir das mal. Dir, du hast dann minus 7 und mit dem Ding bist du minus 9. Damit können wir leben. Obwohl eigentlich. Du brauchst ja nicht Stärke 19. Ein Stein und Arrows plus 3. Wo habe ich den jetzt hingetan? Keine Ahnung. Bisschen falsche Stelle geklickt. Stein kann hier bleiben. So, jetzt mal wieder kurz orientieren. Ah, hallo. Schade, dass da nur Feuer steht und nicht, wie viel Schaden du damit machst. Obwohl das Werfen eines Hammers als Feuer zu bezeichnen, ist natürlich auch eine gewisse Komik, aber gut. Okay. Okay, von hier sind wir gekommen. Fehlt noch das hier. Auch nix. Wieder reichlich leer, aber immerhin ein bisschen was gefunden. Hier haben wir. Blessed are the pure of heart, for they shall find the way. Ah ja, das kann ja jeder behaupten. Ich würde sagen, da gehen wir erstmal noch nicht hin. Wir gucken erstmal nach hier. Wozu baut man sowas? Ich meine, was ist der Sinn von diesem Flur? Ich meine, das war mal ein Tempel. Das ist hier. Ist das ein. Soll das Sinnbild für Religion sein? Man geht hier lang und ist am Ende. Ich verstehe es nicht. Okay, das ist. Find a way. Brauchen wir dafür das Gedicht?
Sichtbreite. Okay, es sind Spinner. Okay. Ja, gut. Wenn es nur Spinner sind. Da geht's weiter. Aber hier war da auch irgendwas. Osten. Okay. Das müssen. Hä? Also entweder sind hier auch noch Teleporter involviert, die wir nicht hören und sehen, oder es verschwinden auch noch jeweils Wände, weil das sah doch eben noch anders aus, oder? Oder nee, wir sind von da gekommen. Nee, doch passt, passt, passt. Na egal. Ja, also Bardstay-Spieler, Killster, sind ja diese Spinner mit einem Always on Kompass, ja eher so Pillepalle, nicht wahr? Das soll nicht heißen, dass ich mir die Bardstay-Spinner zurückwünsche. Das sieht mir nach einem Frost-Keyhole aus. Guten Tag. Ist hier der Boss? Nee, hier sind mehr nackte Männer. Okay. Gute alte Rollenspielregel: jeden nackten Mann anfassen. Ah! Also, nur ein Kompi. Oh, mehrere Kompis. Lalala. Kompi. Es ist der Kompost-Level. Okay. Okay. Okay, wir Treppe nach oben. Vom Prinzip wollen wir weiter nach oben. Hier haben wir ein güldenes Schlüsselloch. Morning light taken, um Gottes Willen. The form of La Thunder hands you a wondrous sword. Wir haben doch gerade so einen Orb gekriegt, den haben wir da noch. The blade is called Dowsimer, the bright blade. This weapon will obliterate any undead unfortunate enough to feel the blade's bite. Ja, eine Mace macht das. Ah, ja, gut. Use it to bring my light back to Myst-Dranor. La Thunder ordains, okay. The flawless weapon gleams with a warm auroral light. A long, unfamiliar feeling washes over you as you hold it, and recognition dawns slowly. Ach, wir glauben dem das einfach, nehmen das. Nicht möglich, dass das eine Illusion ist oder so. Nö. Wir haben eine Gotteserscheinung, das muss schon stimmen. And recognition dawns slowly. The sensation granted by the sword is the cleansing, everlasting radiance of absolute go good. Also so Worte wie Cleansing und Absolut, das ist vorsichtig. Okay. Okay, jetzt sind wir geklänzt und jetzt haben wir hier noch so eine Kullerkugel. Morning Light, okay. Oh, Twin Sword, da wollen wir gleich mal identifizieren, was das so genau ist. Oh, plus 5. Ja, das wird da ja wohl Gwyneth in die Hand nehmen, würde ich sagen. Ist, denke ich. Musst du das wahrscheinlich in die andere Hand nehmen oder so? Nee, geht ja nicht. Dann kannst du. Das ist ein plus 4. Okay.
Gut, ja, da würde ich sagen, haben wir jetzt ja, ein güldenes zweihändiges Schwert. Hat er was von Untoten gesagt? Wir haben ja gar keine Untoten. Ach doch, im ersten Level. Aber die haben wir auch so relativ schnell gekillt. Aber wird schon seinen Grund haben, dass uns der allwissende Weisheitsgott, Gutheitsgott uns das gegeben hat. Das werden wir bestimmt brauchen. Ja, da würde ich sagen, sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder, wenn wir ins wahrscheinlich nächste Level gehen. Okay, also bis dahin. Tschüss.